Ich befürworte diese Rechtsform, weil wir in der anonymer und kollektiver werdenden Welt der Kapitalanlage eine Form der Unternehmensführung brauchen, in der der Unternehmensführer sich persönlich verantwortlich weiß für dieses Unternehmen und deswegen seinen ganzen Einsatz diesem Unternehmen widmet und nicht nur dem finanziellen Ertrag. Manche sagen, der Homo economicus betätigt sich nur, um den größtmöglichen Profit zu machen. Das ist nicht das Bild unseres Menschen. Natürlich möchte jeder Einkommen erzielen und wenn möglich das Einkommen vermehren. Aber er möchte auch eine Wirkung erzielen in der Gesellschaft, im Unternehmen, in der Volkswirtschaft, die seine Spuren kennzeichnet und sagt, seht her, das ist mein Werk. Das habe ich geschaffen, trägt vielleicht sogar meinen Namen und das gebe ich an die nächste Generation, nicht nur der eigenen Familie, sondern der Volkswirtschaft weiter. Und die Reduzierung des Menschen auf Gewinnmaximierung ist lebensfremd und inhuman. Also ich würde sagen, das ist ein Projekt für jeden, dem an der Mehrung unserer Freiheit gelegen ist. Denn diese Organisationsformen brauchen verantwortliche Menschen für das Unternehmen, die ihre Freiheit aus sich heraus, aus ihrem Motiv, weil sie für dieses Unternehmen und dessen Wirken engagiert sind, so ausüben, dass die Unternehmen erhalten werden, dass sie verbessert werden und dass die Werte an die nächste Generation weitergegeben werden. Das ist Freiheit. In diesem ganzen Projekt ist ja mitgedacht, dass wir den bestehenden Unternehmensformen eine weitere Gesellschaftsform als Angebot an den Unternehmer hinzufügen, die dieser wählen kann, wenn dann nach seiner Berufserfahrung, seiner Lebenssicht und seiner Zukunftsprognose diese Form die richtige ist. Es gibt keinen Zwang, es gibt keine staatliche Lenkung, es wird auch keine steuerliche Lenkung geben. Es ist ein Angebot an die Freiheit, vermehrt die Freiheit des Unternehmers.